trust I seek, and I find it in you. Open mind for a different view. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, ich habe einen neuen bzw. einen richtig geilen Solo-Money-Glitch für euch. Dieser Glitch ist Solo, den könnt ihr alleine machen, braucht ihr keine Freunde für. Ihr braucht nur ein paar Vorbereitungen, und zwar Schritt Nummer 1, ihr müsst als allererstes in einer Einladungssitzung sein. Das muss wirklich eine Einladungssitzung sein. Schritt Nummer 2, ihr braucht einen kostenlosen LRG RH8. Ist ja sowieso kostenlos die Karre, also von daher, so. Schritt Nummer 3, ihr braucht einen Bandito in eurer Arena-Werkstatt, egal ob der getuned ist, ungetuned ist oder nicht. Dann braucht ihr noch auf eurer PS4 braucht ihr halt irgendeine App, dass das was GTA 5 anhält. Egal ob es YouTube ist, die Headset-App ist eigentlich völlig egal, Hauptsache das Spiel wird angehalten. So, und dann braucht ihr noch natürlich eine eigene Arena-Werkstatt mit einem Bennys-Mechaniker, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und ihr müsst über die Einstellungen müsst ihr euren Zielmodus auf freies Zielen stellen. Das heißt, euer Zielmodus muss auf freies Zielen stehen. So, das könnt ihr ja entweder im Editor eben schnell ändern oder halt einmal direkt in der Story. So, da muss halt, wie gesagt, stehen freier Zielmodus. Und dann, weil ihr müsst nachher jemanden joinen, der einen anderen Zielmodus hat. Aber ich habe ja gesagt, der Glitch ist Solo, der ist auch Solo, aber ihr braucht diese Person, muss euch dabei nicht helfen. Und deswegen ist das eigentlich nicht, ja, relevant für diesen Glitch. So, der letzte Punkt ist, ihr müsst bei euch, bei Spawnpunkt, müsst ihr auf zufällig stellen, damit das gewährleistet wird, dass dieser Glitch auch zu 100%ig funktioniert. Also stellt euer Spawnpunkt bitte einfach auf zufällig, nicht auf irgendein Gebäude, nicht auf letzter Ort, sondern einfach auf zufällig. So, wenn ihr das dann gemacht habt, ihr habt euren Spawnpunkt jetzt hier auf zufällig gestellt, dann müsst ihr einmal eben kurz in eurem Inventar und auf Stil gehen und einmal irgendwas am Outfit ändern, damit das Spiel das abspeichern kann. Weil das Spiel muss das nämlich abspeichern, wo ihr, beziehungsweise wo, wenn ihr euren Spawnpunkt auf zufällig gestellt habt. Dann wartet ihr eigentlich auf diese orangene Ladeschnecke hier. Wenn das passiert ist, hat er das abgespeichert. So, und warum habe ich jetzt so ein scheiß Outfit an? Egal. So, da habe ich wieder mein Bonzen-Outfit an. So, und dann können wir eigentlich schon starten mit dem Glitch. Und ja, ich würde sagen, los geht's. So, wir gehen auf jeden Fall erstmal zu dem Bandito hin. Dort kriegt ihr die oben die Meldung Steuerkreuz nach rechts drücken, um das Fahrzeug zu modifizieren. So, in dieser Meldung bleibt ihr kurz 3 Sekunden. Wenn ihr diese Ansicht habt, bleibt ihr da auch 3 Sekunden. So, und dann drückt ihr einmal die PlayStation-Taste und geht auf irgendeine App, damit euer GTA 5, die Anwendung geschlossen wird. Also angehalten wird, nicht geschlossen. Die muss nur angehalten werden, die darf nicht geschlossen werden. Wenn das der Fall ist, geht ihr wieder zurück ganz normal nach GTA 5. Und dann, wenn ihr dann in der Story seid wieder, werdet ihr bzw. müsst ihr dann in eine geschlossene Freundessitzung gehen. Also erst als erstes in eine Einladungssitzung und dann im Story-Modus nachher in eine geschlossene Freundessitzung. Seid ihr wieder bei eurer Arena angekommen, setzt ihr euch in euren LG RH8 und drückt einmal das Steuerkreuz nach rechts. So, hier muss euch jetzt auffallen, dass ihr keine Einfahranimation bekommt und dass unten nicht der Name des Fahrzeugs steht. Das darf nicht passieren. Ihr dürft keine Fahrzeuganimation bekommen und auch nicht der Name, der da steht. So, ist das der Fall, ändert ihr irgendwas an dem Fahrzeug, scheißegal was es ist, ändert einfach irgendwas oder kauft irgendwas. So, und dann geht ihr auf Verkaufen. Weil in meinem Fall sind jetzt $3,750. Wenn bei euch $0 steht, ist das egal. Hauptsache, ihr müsst halt irgendetwas ändern. Ist euer Bildschirm dann schwarz und ihr habt unten diese Ladeschnecke, drückt ihr die PS-Taste und jetzt kommen wir zu der Community. Ihr geht einfach in eure Community rein und joint jetzt irgendeinem Spieler, der einen anderen Zielmodus hat. Und wie gesagt, dieser Spieler muss noch nicht mal wissen, dass ihr ihn ausnutzt dafür oder dass ihr vorhabt, das mit ihm zu machen. Das ist eigentlich völlig egal. Und wenn ihr in einer Community seid, GTA, da spielt immer jemand GTA. Also ich habe noch nie erlebt, dass da keiner was gespielt hat. Und ihr könnt auch so meiner Community gerne beitreten auf der PS4. Ja, da sucht ihr euch auf jeden Fall hier irgendeinen Spieler aus, geht auf Sitzung beitreten. Dann steht da Details der GTA Online-Sitzung werden abgerufen. So, und dann wartet ihr kurz und dann kriegt ihr diese Meldung. Dort drückt ihr dann einmal auf X.
dass ihr diese Meldung habt dann mit der Aktivität und dann drückt ihr einfach auf Kreis. So, wenn ihr dann auf Kreis gedrückt habt, drückt ihr dann einfach das Steuerkreuz nach rechts und dann buggt das hier ein bisschen bei euch. Und ihr werdet sehen, dass euer LRG RH8 einfach da nur rumsteht und einfach keinen Bock hat, in die Werkstatt zu fahren. So, und hier buggt das jetzt weiter. Ich mache gar nichts mit meinem Controller. Mein Spieler macht das von alleine hier, das Lenkrad hin und her drehen. Ich weiß nicht, ob der auf ADHS-Entzug ist oder irgendwas anderes hat. Auf jeden Fall dreht er wie so ein Bekloppter in diesem Lenkrad rum, ohne dass man was macht. So, und dann geht ihr einfach hier auf aufrüsten und ihr geht so lange, bis da steht, bist du sicher, dass du das Fahrzeug zum LG Retro Custom aufrüsten möchtest. An diesem Punkt bleibt ihr. Nicht weitergehen. So, dann geht ihr einfach zurück, bis da steht, Werkstatt verlassen. Und dann drückt ihr einfach auf Werkstatt verlassen und dann bekommt ihr die 904.000, also jetzt, ich sag jetzt einfach 900.000, bekommt ihr dann, ja, ich sag einfach geschenkt, ne? Weil ihr habt ja im Endeffekt einfach nichts gemacht. So, und dann könnt ihr diesen Glitch einfach wiederholen, umso mehr LG RH8 ihr in eurer Garage stehen habt, könnt ihr das halt so oft wiederholen, wie ihr wollt. Ihr müsst halt nur am den Schritt jetzt anfangen, wo ihr halt zu eurem Bandito müsst und dann könnt ihr das eigentlich immer wieder wiederholen. Ist relativ easy, super einfach und ja, ist auf jeden Fall super leicht. Ja, meine lieben Freunde, lasst auf diesem Account auf jeden Fall auf meinem Zweitkanal hier ein Abo da, damit ihr weitere Money Glitches seht. Ansonsten bedanke ich mich jetzt noch recht herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde, und ich sage noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde, bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.